Im heutigen Video zeige ich, wie ihr eine Erdbeertorte mit Kokossahne zubereiten könnt. Das ist köstliche vegane Rohkost. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Ihr habt ja jetzt schon am Anfang des Videos gesehen, um welches Rezept es sich handeln wird. Und bevor ich euch zeige, wie ihr diese köstliche Erdbeertorte mit Kokossahne zubereiten könnt, möchte ich gerne noch eine Sache erwähnen. Jetzt am 21.06. findet wieder der Weltrohkosttag statt. Und ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass an diesem Tag der Weltrohkosttag Online-Kongress startet. Das ist ein Online-Kongress, da läuft immer bestimmten Zeitraum, ich meine 10 bis 14 Tage, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und es werden jedes Jahr neue Interviewpartner gesucht. In diesem Jahr sind es 28 Personen, 28 Rohköstler, die über Leben als Rohköstler berichten, Tipps und Tricks, Ernährungsumstellung, Gesundheit sind die verschiedensten Themen dabei, auch Wildkräuter. Mein Thema für diesen Kongress war zum Beispiel grüne Lebensmittel, also die Wichtigkeit von grünen Lebensmitteln für die Ernährung, für die Rohkosternährung. Ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir. Es gibt auch einige Freunde, die auch für diesen Kongress interviewt wurden, zum Beispiel der Christian von Raw Spirit. Mit dem organisiere ich ja einmal im Monat hier in Leipzig die Rohkost-Treffen, die Rohkost-Potlucks. Dann Tobias ist auch dabei vom YouTube-Kanal IOM. Früher hieß dieser Kanal Rawletics. Mit ihm habe ich auch ganz viele Interviews, ganz viele Videos gemacht. Die findet ihr hier auf diesem Kanal. Dann ist noch eine ganz liebe Freundin dabei, die Ming. Mit ihr habe ich jetzt noch kein Video, glaube ich, gemacht. Die war, glaube ich, mal in einem Potluck-Video mitzusehen. Da habe ich kurz mit ihr gesprochen. Mit ihr möchte ich auch gerne in diesem Jahr noch ein paar oder ein, zwei Videos machen zur Zahngesundheit, weil sie nämlich Zahnmedizin studiert und ja, so den Alternativen, in die alternative Richtung geht. Also sind ganz, ganz tolle Personen dabei bei diesem Kongress. Wer sich jetzt dafür interessiert, ich setze euch den Link zu diesem Kongress unten in die Infobox. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden und dann in diesem besagten Zeitraum jeden Tag die Interviews kostenlos schauen. Kommen wir jetzt zum Rezept. Erdbeertorte mit Kokossahne. Dieses Rezept haben ganz, ganz liebe Freunde von mir kreiert. Der Jürgen und die Ulrike von Deine Ernährung. Diese beiden habe ich letztes Jahr im November auf La Palma kennengelernt. Und wir haben uns gleich sofort verstanden, wirklich ganz liebe Herzensmenschen. Wir haben uns über verschiedenste Themen ausgetauscht. Und damals hat mir die Ulrike auch von ihrem Blog erzählt. Sie haben auch eine Webseite und sie haben auch eine Ausbildung ins Leben gerufen zum Rohkosternährungsberater bzw. zum Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohkost. Das ist auch staatlich geprüft, das ist auch seit kurzem online. Also wer sich für diese Ausbildung interessiert, ich setze euch die Webseite von Deine Ernährung von Ulrike und Jürgen unten in die Infobox. Da findet ihr auch den Blog mit ganz, ganz tollen Rezepten. Wirklich, die Rezepte von Ulrike und Jürgen sind wirklich richtig genial, richtig tolle Rohkostrezepte. Und da findet ihr irgendwo auch einen Hinweis zu dieser Ausbildung zum Ernährungsberater. Ich habe dieses Rezept Erdbeertorte mit Kokossahne auf dem Blog von Deine Ernährung gefunden und habe mich da auch mit Ulrike ausgetauscht und gesagt, Mensch, da würde ich einfach gerne mal ein Rezept machen. Das ist so ein geniales Rezept. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und wirklich jeder ist begeistert. Und es passt ja auch genau jetzt noch in die Zeit, wo man einfach noch frische Erdbeeren ernten kann. Dieses Rezept kann man natürlich auch mit anderen Beeren zubereiten, Himbeeren, Brombeeren, aber frische Beeren sollten es dann schon sein. Seid einfach kreativ. Dieses Video ist einfach nur eine Inspiration und vielen Dank nochmal an Ulrike und Jürgen von Deine Ernährung. Jetzt geht's wirklich los mit diesem Rezept. Für die Erdbeertorte benötigen wir eine Sahne und wir werden eine Kokossahne zubereiten und die Zutaten dafür seht ihr hier. In dieser Schüssel befinden sich schon 50 Gramm Kokosraspeln mit 225 Milliliter Wasser. Ich habe das Ganze über Nacht schon eingeweicht. Dann benötigen wir noch 100 Milliliter flüssiges Kokosöl. Hier haben wir ein Süßungsmittel, das ist Yakon-Sirup, das sind so 1-2 Esslöffel. Ihr müsst aber wissen, wenn ihr zum Beispiel dunkles Süßungsmittel nehmt, wie Yakon-Sirup, Dattelpüree oder auch Reissirup, dann färbt es die Sahne schon etwas dunkler. Wer die Sahne wirklich weiß möchte, der verwendet Honig. Als vegane Alternativen gibt es Agavendicksaft oder auch Birkenzucker, den man einfach schon zu Puderzucker fein mahlt, dass es sich einfach besser vermischt, dass man die Kristalle nicht so in der Sahne bemerkt. Und als Emulgator benötigen wir einen Esslöffel Sonnenblumenlecithin. Diesen Emulgator benötigen wir ganz dringend, damit sich Wasser und Öl gut vermischen lassen, dass das Ganze eine homogene Masse wird. Ich verwende das Sonnenblumenlecithin-Pulver von Pure Raw. Hier hinten auf dem Etikett lässt sich unter anderem lesen, Phospholipide verbinden Wasser und Fett zu einer cremigen Textur, sodass diese sich optimal für die Herstellung von Schokolade, Desserts, Nusskäse und so weiter eignet.
Wenn ihr euch für dieses Pulver interessiert, ihr findet unten in der Infobox einen Link. Als erstes stellen wir für die Kokossahne eine Kokosmilch her. Dafür gebe ich dieses Kokosraspel-Wassergemisch in einen Hochleistungsmixer. Ich verwende dafür einen Vitamix. Dann werde ich das Ganze richtig gründlich durchmixen, durch einen Nussmilchbeutel geben und dann habe ich eine wundervolle Kokosmilch. Im Nussmilchbeutel bleibt der Kokostrester übrig. Den kann man entweder für Energiebällchen verwenden oder man trocknet diesen im Dürrgerät, weil man sowieso gerade dürrt. Dann kann man den Trester länger haltbar machen und dann für andere Rezepte verwenden. Ich habe das Ganze jetzt ca. 20 Sekunden gemixt und dann gebe ich jetzt alles durch diesen Nussmilchbeutel. Die daraus entstandene Milch habe ich jetzt wieder zurück in den Hochleistungsmixer gegeben. Dazu kommt jetzt noch das Sonnenblumenlecithin, das Kokosöl und das Süßungsmittel. Das Ganze mixe ich jetzt ca. 10 bis 15 Sekunden im Hochleistungsmixer. Fertig gemixt. Von einer Sahne ist natürlich noch nicht viel zu sehen. Ihr seht, es ist noch recht flüssig. Das Ganze gebe ich jetzt in eine Schüssel und stelle es für mehrere Stunden in den Kühlschrank. Und dann erst kann man erkennen, welche Konsistenz die Kokossahne hat. Hier seht ihr noch die flüssige Kokossahne. Ich habe das Ganze in eine Schüssel gegeben und stelle diese jetzt in einen Kühlschrank. Daneben habe ich noch eine Schüssel stehen mit selbstgemachter Kokossahne und damit habe ich was ganz Besonderes vor. Ich möchte noch etwas herumexperimentieren und eine grüne Sahne herstellen. Ich möchte jetzt in diese Kokossahne einfach etwas Grassaftpulver einrühren und dann lasse ich das Ganze fest werden und bin mal ganz gespannt, wie das schmeckt. Und ich verwende dafür eines meiner Lieblingsprodukte, das ist das Grassaftpulver von Lebenskraft Pur, besteht aus Kamutgras und Gerstengrassaft. Ich habe jetzt noch einen zweiten Teelöffel Grassaftpulver hinzugegeben. Das war mir noch nicht grün genug. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wenn man jetzt hier den Schaum noch ein bisschen beiseite schiebt, da kann man schon erkennen, doch die Sahne wird grün. Ich habe mich jetzt ein bisschen von dem Schaum blenden lassen, der noch sehr hell ist. Also ihr seht, es könnte ein sehr interessantes Experiment werden. Als nächstes bereite ich den Boden für die Erdbeertorte zu. Da seht ihr hier Mandeln in meinem Mixbecher, das sind ca. 250 Gramm. Dann noch ein Gewürz, ca. ein Viertel Teelöffel Vanillepulver. Als Süßungsmittel verwende ich Datteln, 5 Medjool-Datteln und dazu gibt es den Saft einer halben Zitrone. Und ich werde jetzt erstmal hier diese Mandeln mahlen, dann die Datteln entkernen, in kleinere Stücke schneiden und zusammen mit dem Zitronensaft hier dann zu diesen gemahlenen Mandeln geben und alles nochmal mixen. Für das Mixen bzw. für das Mahlen und Mixen des Teiges verwende ich den Foodmatic. Wie ihr seht, der Teig ist jetzt fertig. Ich habe hier eine Silikontortenform mit Glasboden. Durchmesser ist 23 cm. Ich gebe jetzt ca. einen Teelöffel flüssiges Kokosöl in diese Form und verreibe dieses Öl auf den Glasboden und dann gebe ich den Teig darauf. Den Boden habe ich in die Silikonform hineingedrückt. So sieht das Ganze aus. Als nächstes nehme ich mir die Erdbeeren. Was wichtig ist, die Erdbeeren mit der Spitze nach oben auf dem Boden verteilen. Ich glaube ich im Laufe des Zubereitungsvideos gesagt, dass die Sahne fest werden muss. Es ist tatsächlich so,
dass ich, als ich das Rezept das erste Mal ausprobiert habe, die Sahne richtig fest habe werden lassen, diese über den Boden gestrichen und darauf die Erdbeeren verteilt. Jetzt habe ich mir das Rezept nochmal genauer angeschaut und habe ich festgestellt, dass die Ulrike von deiner Ernährung die Erdbeeren zuerst auf den Boden verteilt und dann die flüssige Sahne dazu gibt und diese dann im Kühlschrank fest werden lässt. Und das werde ich jetzt auch tun. Das ist die Kokossahne. Ich habe die jetzt auch schon ein bisschen im Kühlschrank gekühlt. Ich gebe das Ganze jetzt in einen Messbecher, weil ich dann so die Sahne besser zwischen die Erdbeeren gießen kann. Die Kokossahne ist jetzt über den Erdbeeren verteilt. Das Ganze werde ich jetzt noch 1-2 Stunden kühl stellen. Die Erdbeertorte ist fertig. Die Sahne ist jetzt fester geworden. Jetzt kann ich die Torte anschneiden. Es ist wichtig, den Kuchen gut durchzukühlen, damit die Sahne auch fest wird. Ich habe den Kuchen jetzt mal angeschnitten. Da seht ihr auch ein bisschen das Innenleben des Kuchens. Jetzt möchte ich euch noch eine andere Variante dieser Erdbeertorte zeigen. Die erste Variante war ja, dass ich die flüssige Sahne über die Erdbeeren gegossen habe, die ich vorher auf den Boden mit der Spitze nach oben gelegt habe. Und diese Sahne hatte ich circa eine Stunde gekühlt. Hier haben wir jetzt Sahne, die ist circa 3-4 Stunden im Kühlschrank gewesen und ihr seht, sie ist fest. Diese feste Sahne kann jetzt hier auf diesem Boden verteilt werden. Und jetzt wird die Sahne einfach glatt gestrichen. Und auf diese Sahne gebe ich jetzt die Erdbeeren wieder mit der Spitze nach oben. Die Erdbeertorte stelle ich jetzt für circa eine Stunde in den Kühlschrank, lasse alles gut durchkühlen und dann kann ich sie anschneiden. Die Sahne wird weich, wenn man sie rausstellt. Also im Kühlschrank bleibt sie schön fest und sobald man sie rausstellt, wird sie nach und nach etwas weicher. Also sie schmilzt auch so ein bisschen auf der Zunge. Wenn ihr diese Sahne verwenden möchtet, dann immer frisch aus dem Kühlschrank. Und wenn ihr diesen Kuchen zubereitet, dann stellt nach der Zubereitung den Kuchen am besten nochmal in den Kühlschrank. Lasst es schön durchkühlen und dann könnt ihr ihn ganz normal anschneiden. Der Kuchen ist jetzt schön durchgekühlt. Ich habe den diese Silikonform schon mal entfernt. Und jetzt kann ich diesen Kuchen anschneiden. Juhu! So sieht dann ein Stück der Erdbeertorte mit Kokossahne aus. Ich finde es sehr, sehr lecker und schön fruchtig. Und hier ist noch die angeschnittene Torte. Da seht ihr das nochmal, wie das hier so angeschnitten aussieht. Wir haben jetzt auch Besuch da und wir werden uns jetzt diese leckere Torte schmecken lassen. So sieht die Torte dann mit grüner Kokossahne aus. Wer es ein bisschen grün mag, für den ist diese Torte bestimmt sehr gut geeignet. Seht ihr nochmal das Innenleben der Erdbeertorte mit grüner Kokossahne. Wie ihr seht, kann die Torte auch mit anderen Beeren zubereitet werden. Hier haben wir eine Mischung aus Erdbeeren und Heidelbeeren. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wie nehmt ihr am liebsten Erdbeeren zu euch? Pur, so wie ich? Oder bereitet ihr auch gern verschiedene Rezepte mit Erdbeeren zu? Lasst es mich gern wissen. Ich freue mich über eure Anregungen und Tipps. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis bald, eure Silke.